willkommen. Du bist der Held heute. Was geht in dir vor? Ja, okay, der Held. Ich habe einen Elfmeter gehalten, der Held ist die Mannschaft. Wie wir nach einem 1-0 in der ersten Halbzeit zurückgekommen sind, wir haben uns in der Halbzeit mal zusammengekraft. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit mal das gezeigt, was wir können, was wir an Qualität haben. Das haben wir in der zweiten Halbzeit komplett gezeigt. Also mich jetzt als Held rauszunehmen, will ich gar nicht. Ich will die Mannschaft haben. Die Mannschaft hat es genial gemacht. Ich ziehe meinen Hut vor der Mannschaft. Das ist eine junge Mannschaft. Das ist atemberaubend. Ich find die Worte gar nicht dafür, mit der Mannschaft zu spielen. Okay, das war die obligatorische. Ja, aber trotzdem, ich meine, dadurch, dass du den entscheidenden Elfmeter im Elfmeterschießen halten konntest, muss in dir bestimmt so einiges los sein jetzt. In mir ist einiges los. Ich habe die letzten Tage nur an den Pokal gedacht. Ich wollte den Pokal und ich habe ihn jetzt endlich. Es ist ein Traum wahr geworden für mich. Wenn ich damit meinen Teil beitragen konnte zu dem Pokalsieg mit dem Halbfeder, bin ich glücklich dafür und ich will jetzt einfach nur noch den Pokal, ich will einfach nur noch feiern mit der geilen Mannschaft und den Abend genießen. Ihr seid ja als Außenseiter rein. Wie ist es dann im Spiel gewesen? Ja, wie gesagt, die erste Halbzeit haben wir uns relativ schwer getan, mit doch viel Respekt gegenüber Knielingen. Doch sind Dritter in der Kreisliga, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Also ich ziehe auch meinen Hut vor Knielingen, haben sehr, sehr gut gespielt. Und die zweite Halbzeit haben wir dann wirklich dann das gezeigt, was wir konnten. Sind dann warm geworden, sind dann im Spiel gewesen, haben uns dann mehr von außen, vielleicht auch von den vielen Zuschauern auch beeinflussen lassen oder auch einschüchtern lassen und haben unser Spiel durchgezogen. Das haben wir fantastisch gemacht über 90 Minuten, dann auch die 30 Minuten in der Verlängerung und dann haben wir mit mehr Schießen dann das Glück gehabt, was Knieling leider heute nicht hat. Oder für, was heißt leider? Für mich ist es gut so. Was meinst du, was der Pokalsieg darüber hinaus, über das Spiel und über das Feiern, was jetzt darauf folgt, für die Mannschaft bedeutet und was das auslösen kann? Ja, noch mehr Zusammenhalt, was fast gar nicht mehr geht in der Mannschaft. Wir sind eine geile Truppe, wir sind richtig zusammengewachsen, es ist ein riesengeiler Haufen. Und ich hoffe einfach, dass der Pokalsieg einfach den Jungen jetzt auch zeigt, die wir haben und auch den Jungen, die rauskommen, also, dass sie in der Mannschaft einfach Potenzial haben, dass wir Potenzial in der Mannschaft haben und dass wir einfach die Zukunft mit so jungen Spielern weitermachen können. Für euch geht es ja jetzt weiter in der Kreisklasse A1. Forchheim ist der nächste Gegner. Was meinst du, wie geht es da jetzt weiter? Okay, das muss man jetzt sehen. Heute Abend jetzt erstmal feiern und dann morgen die Karte ausschlafen und dann uns ab Freitagabend oder Samstagmorgen irgendwann mal auf Forchheim konzentrieren. Aber die Konzentration geht weiter, die Liga ist schon nicht rum. Wir wollen noch vor unseren Lokalrivalen vor Leopoldshafen kommen. Das ist unser großes Ziel der Runde noch und da gucken wir, dass wir das auf jeden Fall noch schaffen. Gratulation nochmal und ich danke dir vielmals für das Interview. Dankeschön.